Meine lieben Freunde, hier ist Robert Götz Matuszewski mit einem Spezial-Energiespartipp der Bundesregierung. Dieser Energiespartipp, der ist auf den ersten Blick ein bisschen, ja, klingt jetzt erstmal so ein bisschen, aber wenn man drüber nachdenken tut, ja, also so ein bisschen, wenn man es sacken lässt, wenn man es einfach mal so auf sich wirken lässt, ja, was im Hintergrund knarrt, ist nicht mein Rücken, sondern mein Stuhl, knarren gegen Putin. Und jetzt kommen wir auch schon zum Energiespartipp. Also wenn man diesen Energiespartipp ein bisschen sacken lässt, dann macht das Sinn. So. Ich sage nur eins, Panzer senden, Krieg beenden. Energiespartipp. Jeder von uns hier in Bundland sollte Geld in die Hand nehmen, ja, auch wenn es das allerletzte ist. Und es der BRD-Regierung oder direkt gleich Herrn Zelensky spenden. Damit könnte man dann zum Beispiel Raketen oder Panzer kaufen tun. Und damit könnte man dann ganz viel Krieg führen. Und jetzt kommt's, das ist ja ein Energiespartipp. Wenn die Häuser da unten zerstört sind, ja, dann ist das ja erstmal auf lange Zeit, auf lange Sicht. Und wenn die dann da unten keine Häuser haben, dann haben die auch keine Heizung. Da können die auch nicht duschen, schon gar nicht heiß. Ja, da können die gar nichts machen. Was da an Energie gespart wird, langfristig, man muss das ja langfristig sehen, kann man nicht kurzfristig sehen. Ja. Kurzfristig kostet es ein bisschen Energie. Ja, so ein Panzer verbraucht ja so ein paar hundert Liter Öl oder Benzin oder was auch immer, Treibstoff auf 100 Kilometer, kurzfristig. Aber langfristig ist das der ideale Energiespartipp. Und das Schöne ist, der Krieg jetzt, ja, da klingt jetzt ein bisschen... Also der Krieg könnte ja rüberschwappen, ja, klingt jetzt auch kurzfristig vielleicht nicht ganz so gut, wenn er zu uns rüberschwappt, aber langfristig, stellt euch mal vor, ja, wenn hier gar nichts mehr steht, kein Stein mehr auf dem anderen, ja, da denkt keiner mehr an Heizen oder an heiß duschen, nein, da geht es um ganz andere Sachen und das spart immens Energie. Also Freunde, es kann so einfach sein. Wie gesagt, ist ein bisschen der Tipp, aber wir müssen ja groß denken. Wir müssen ja groß denken. Ja, ich orientiere mich an Graf Dracula, an Agnes Strack-Zimmermann. Ja, die denkt ja auch groß. Ja, die ist ja jetzt auch schon in Taiwan unterwegs. Ja, Ukraine, Russland, das Ding reicht ihr nicht. Sie ist jetzt auch schon in Taiwan unterwegs, hat gesagt, Taiwan, wir stehen bei euch an eurer Seite gegen China. Ja, ja, man muss ja erweitern, expandieren. Also wenn man so richtig Energie sparen will, dann überträgt man das ja nicht nur auf Ukraine und Russland oder auf Europa. Dann müssen wir das ja weltweit machen. Also wenn kein Stein mehr auf dem anderen steht, ja. Könnt ihr euch vorstellen, was da die Welt an Energie spart? Also Freunde, wir haben Visionen und die werden wir auch umsetzen von der Bundesregierung. Ja, schön, freut mich. Also Energiesparen kann einfach sein, nicht immer angenehm, ja, aber was ist schon angenehm, Freunde. Auf den Tag, Grüße von Bruno, Kevin, Jerome, meiner lieben Frau Martina. Und nicht vergessen, wenn ihr gerade krank seid, was ich verstehen könnte unter den gegebenen Umständen, wenn es euch nicht gut geht, ganz schnell wieder gesund werden, denn wir brauchen euch. Und wir bleiben standhaft, optimistisch, voller Tatkraft und wir halten zusammen. Und wir sparen Energie. Energiesparen ist wichtig. So, Panzer senden, Krieg beenden. Und hiermit mit diesem schönen Zitat der jungen Liberalen beende ich dieses Energiespar-Video. Also Panzer senden, Krieg beenden und Energiesparen. Ich hab euch lieb. Tschüss, Freunde. Kann so einfach sein.